Hallo zusammen, willkommen zurück zum nächsten Teil. Wir programmieren eine Modellbahn. Ich hoffe, dass ich heute entspannter bin als letztes Mal. Ich stehe nämlich aktuell etwas unter Stress wegen meiner Prüfungsphase. Daher habe ich auch unbewusst das letzte Mal ein paar unbewusste Geräusche gemacht. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich gebe mir Mühe, dass das dieses Mal nicht so endet. Ja, was machen wir heute? Wir machen heute Bremsen und zwar mit einem einzigen Kontakt. Und für das Bremsen mit einem einzigen Kontakt habe ich ein bisschen was ausprobiert. Ich muss jetzt nur gucken, ob das auch alles so funktioniert. Und zwar habe ich mir überlegt, machen wir Folgendes. Wir wollen in diesem Block anhalten. Und zwar können wir das ganz einfach machen, indem wir nämlich hier einfach dann hinter die Weiche umstellen. Dann schaltet ihr automatisch hinterher das Signal mit um. So, das heißt, wir legen uns erstmal ein neues Ereignis an. Und ich habe gesehen, es gibt auch sowas Nettes wie Bremsmakros. Und diese Bremsmakro möchte ich heute mal mit euch ein bisschen verwenden. Und da sind mir beim letzten Mal so ein paar Sachen eingefallen und aufgefallen, wo ich relativ lange am Suchen war. Ich zeige euch mal eben, also wie ich in die Hilfe komme. Da gibt es bestimmt noch einen kürzeren Weg hinzu, aber habe ich nicht gefunden. Aber so habe ich es auf jeden Fall mal hingekriegt. Und zwar gehen wir einmal oben links aufs System, dann gehen wir hier auf die Ereignisse. So, und jetzt müssen wir mal kurz gucken. War das dabei? Irgendwo hier bei den Ereignisanleitungen war das mit drin. Und zwar Ereignisse Makro. Es gibt auch noch eine Multi-Config. Da gucken wir ja auch noch mal rein. Makro-Trigger. Was ist das? Gucken wir da mal rein. Ein Makro kann nur im Rahmen eines Ereignisses gestartet werden. Ach so. Also Dinge, was eigentlich bekannt sein sollte. Manuell starten über den S88-Kontakt ist nicht möglich. Das muss über den Aufruf eines anderen Ereignisses erfolgen. So. Ereignisse, Makros, Erläuterung. Das ist eigentlich das Entscheidende. Hier ist dann noch einmal mit runterscrollen, kann man das dann sehen, welche das alles sind. Hier fehlt ein Blockmakro drin. Das fehlt in der Beschreibung, ist allerdings da. Kann ich euch gleich was zu erzählen? Da habe ich auch schon mit rumprobiert. Für normale Blockstreckenbetriebe ist das durchaus möglich, dass man das machen kann. Allerdings ist das hinterher nicht mehr kompatibel mit der Zugverfolgung, die ich einbauen möchte. Also, das müsste man nochmal separat entscheiden. Heute geht es aber um dieses Bremsmakro. Das sieht so aus vom Symbol her. Und da gucken wir doch jetzt mal, ob wir das finden. Das ist das Und-Makro. Das ist das Oder-Makro. Das If-Makro, das haben wir schon verwendet. Ein Zufalls-Makro. Ein Loop-Makro, das haben wir auch schon verwendet. Hier ist das Bremsmakro. So, und zwar wollen wir ein Hardware-Bremsmodul realisieren. Und hier oben sehen wir jetzt halt auch schon, wie das Ganze aussieht. Da vorne muss ein Lockcontainer rein, da muss eine Geschwindigkeitsangabe rein. Dann kommt eine Abfrage, noch eine Abfrage, noch eine Abfrage, noch eine Abfrage, noch eine Abfrage und eine Reaktion. Und das ist auch hinterher das Entscheidende. Denn dieses Makro ist eigentlich nichts anderes, außer eine fest vorgegebene Reihenfolge von Abfragen und Reaktionen, was eigentlich passiert. Also auf gut Deutsch, es macht noch ein bisschen mehr, das gucken wir uns aber mal im Teil an. Das aktive Bremsmakro überwacht den Fahrbereich der S88-Kontakte Bremsweg, Haltebereich und Durchrutschweg, B für Bremsweg, H für Haltebereich und Durchrutschweg, D. Beeinflusst wird das Bremsmakro durch das Signal S und das Pausefleck P. So, die Funktionsweise des Bremsmakros ist wie folgt. Im Lokcontainer befindet sich die zu steuernde Lokomotive, logisch. Wie bei Ereignissen wird bei einem Bremsmakro der Lokbezug weitergegeben und die Lok des übergeordneten Ereignisses gesteuert. Das ist tatsächlich eine spannende Sache, weil da können wir nämlich gleich mit dem Interface dann wiederum probieren. Und da bin ich dann mal gespannt, wie das mit diesem übergeordneten Lokbezug weitergeben hinterher noch funktioniert, weil vielleicht können wir uns dann ein paar Sachen sparen. So, hier steht jetzt nochmal drin, wie das Ganze funktioniert. Sobald Bedingung S erfüllt ist und Kontakt B belegt wird, wird das Makro ausgeführt. Danach wird auf Schleichfahrtgeschwindigkeit runtergegangen. Ich kürze das jetzt mal ab. Ihr könnt das ja im Nachhinein nachgucken, die auf NV definiert ist. Und sobald H belegt wird, wird das Ding mit Stufe 0
Anja halten, der Zug sollte dann ausrollen. Tut das Ganze das nicht, wird Kontakt D belegt, das heißt, das ist dann der nachlaufende Kontakt, und dann wird eine Konfiguration ausgelöst, zum Beispiel GFP Stopp, das heißt, man könnte dann zum Beispiel die ganz zentrale in Stopp setzen. Was GFP Stopp jetzt direkt ist, müsste ich nachgucken. Im Regelfall steht die Lok aber wie geplant im Halteabschnitt. So, und da bleibt sie so lange stehen, bis S wieder erlischt. Also ganz so einfach ist es dann doch nicht wie eine einfache Abfrage. Und die gespeicherte Reisegeschwindigkeit, mit der die Lok reingefahren ist, wird dann wieder zurückgesendet. Also ein bisschen was macht das Makro schon mehr, als das, was man sehen kann. So, ist das Pause-Flag gesetzt, wird immer angehalten. Das ist ein bisschen seltsam beschrieben, weil in meiner aktuellen Version ist es tatsächlich so, dass das Pause-Flag muss quasi true sein, damit er weitermacht. Und wenn das falsch ist, also Beispiel, wenn da jetzt ein Signal mit drin wäre, dann wird er das einfach überspringen. Da habe ich ein paar Probleme gehabt. Da gucken wir gleich mal, ob ich euch das zeigen kann. So, und bei der Systematik können Elemente entfallen oder nicht belegt werden. Das geänderte Verhalten ist dann wie folgt: Kontakt H, es wird anstelle der Schleichfahrt sofort Fahrstufe 0 gesendet, wenn H wegfällt. D oder Aktionselement, es erfolgt keine Auslösung. Das heißt im Endeffekt, wir haben keine Notfallreaktion. So, wird ein Bremsmakro angelegt, aber nicht gestartet, wird dieses nicht aktiv. Erst wenn es im Rahmen eines Ereignisses gestartet wird, nimmt es seine Arbeit auf, das ist klar. So, und das machen wir doch jetzt einfach mal. Wir haben uns das ja jetzt angeguckt, wie was geht. Gucken wir uns nochmal eben die Buchstaben an, die relevanten. Und zwar ist B der Bremsweg. Das ist dann hier hinten. H ist der Haltebereich und D ist der Durchrutschweg. Das heißt, D ist dann, wenn alles zu spät ist. So, und das probieren wir jetzt mal aus, da reinzubauen. Und zwar ziehen wir uns jetzt die Artikel dann vom Gleisbild da direkt gleich runter. Und zwar fangen wir an. Wir probieren mal, ob das gleich mit dem Lokbezug geht. Wir machen da jetzt mal Nägel mit Köpfen. Und zwar nehmen wir das Lokinterface und kloppen das hier rein. Und sagen, wir wollen mit der Geschwindigkeit. Das Lokinterface kann bis 100 fahren. Sagen wir einfach mal mit 30 weiterfahren. So. Dann warten wir auf dieses Signal hier. Pause Container Flag. Oder war das beim Blocksignal? Bringe ich das gerade durcheinander? Nee, ich glaube, das war hier. So, und zwar. Wäre das dann der Block hier hinten? Wenn der belegt ist, dann guck auf das Signal vom Nachlaufenden. Das wird jetzt nämlich gerade ein bisschen wild hier. Beziehungsweise, nee, stimmt ja gar nicht. Wenn das Signal hier, Quatsch. So, das Signal hier. Das kann ich jetzt auch nicht einstellen, die Stellung. Das ist jetzt mal das Spannende. Ich lösche das Signal nochmal raus. Ja, will ich löschen. Ich gehe jetzt hier nochmal bei und packe das Ding mal auf grün-gelb. Dann gucke ich mal, was passiert. Kann ich nicht, weil die CS3 aus ist. Machen wir die einmal an. So, geschaltet, ausmachen, reinziehen, gucken, welche Farbe es dann ist. Aber wenn das korrekt ist, dann guckt er einfach nur aufs Signal. Genau, der guckt nämlich automatisch auf Rot und ich nehme ich nicht auf Grün-Gelb. Und das ist nämlich genau das, was ich nicht haben möchte. Und das versaut mir momentan so ein bisschen meinen Plan. Da wir ja Grün-Gelb schalten, wenn der Nachfolgeblock rot ist, improvisiere ich jetzt hier einfach mal und nehme jetzt einfach mal das Signal. Und zwar ist jetzt die Logik wie folgende. Wir wollen vor diesem Signal zum Stehen kommen. Das hier hinten, das ist der Notfallblock. Wenn wir da reinfahren, haben wir ein Problem. Den könnten wir jetzt hier mit reinziehen. Problem ist allerdings, wenn wir von rückwärts reinfahren und wir sind gerade mit dem anderen am Bremsen, dann könnte es auch zum Problem führen, weil dann weiß das natürlich unsere CS3 nicht mehr. Auf jeden Fall nehme ich jetzt diesen Kontakt hier, kloppt den da zweimal rein, als Brems- und als Haltecontainer. So, und das Ding nenne ich jetzt Bremse
11.5. Das Ding kriege ich jetzt auch erstmal keine Gruppennummer, weil es ein Testmakro ist. Denn ich habe mich dazu entschlossen, heute mal mit euch zusammen was zu testen und zu probieren, weil ich nämlich sonst noch viel, viel länger gebraucht hätte, bis hier mal was Neues passiert. So, hinzufügen, eine Aktion, Steuerung, CS3, Stopp. So, bitte CS3 in Stopp setzen, wenn das da vollkommen schief geht. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich nehme jetzt meine Ereignisse. Jetzt gucke ich mal eben, ob wir bei den Logs schon irgendwie was hatten. Wir haben wir nicht mehr. Dann lege ich nochmal eben ein neues Log-Ereignis an. So, und das ist dann jetzt einfach mal. Bremsentest. Das packt er jetzt da hinten hin, weil genau, weil danach die Makros anfangen und das das letzte Ereignis ist und das mit dem Text anfängt. Genau. So. Und in den Bremsentest kommt jetzt rein unsere Baureihe 295. Da ist nämlich noch eine kleine fiese Überraschung mit drin. Nämlich habe ich im Interface von HCS3 eine Bremsrampe eingestellt, nämlich eine ziemlich lockere. Und ich bin mal gespannt, ob wir mit der Lok das überhaupt vernünftig hinkriegen, sie rechtzeitig anzuhalten. So, das ist Vollgas. So, und dann machen wir nämlich Folgendes. Wir wollen das Makro ja nicht sofort auslösen, sondern ereignisgesteuert. Nämlich, wenn wir hier hinten reinfahren. Das ist jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, weil das denn hinterher im Bremsmakro auch ist. Ich habe eine bessere Idee. Wir nehmen einfach mal den Block davor. Wenn wir im Block davor sind, starten wir das Bremsmakro. Und zwar warten wir da nicht drauf. Wir warten da drauf. Wir machen nicht fortfahren. So. So, dieses Ereignis müssen wir natürlich noch starten. Nee, brauchen wir nicht. Wir machen einfach dich als Auslöser. Das ist viel einfacher. Wenn wir auf dem Block da vorne rauffahren, lösen wir das Ganze aus. Dann sagen wir, setz auf 80 und dann kommt gleich das Bremsmakro direkt hinterher. Bremsmakro. So, und jetzt ist nämlich die spannende Frage, ob das gleich funktioniert. Hier hinten ist die Bremse, da ist dann direkt die Lok drin, da ist ein Makro drin. So, und laut Anleitung, so wie ich das jetzt verstanden habe, soll der Lokbezug mit durchgereicht werden. Steile These, probieren wir aus. Wir gucken jetzt, wir machen jetzt einfach mal Folgendes. Wir schieben uns jetzt mal das Log-Interface hier rechts rein, damit wir halt mal sehen können, ob das Log-Interface geschrieben wird oder die Log, die hinterher fahren soll. Ich muss jetzt mal eben nochmal meine Webcam reinstecken. Da hatte ich nämlich einen Stecker raus. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob die jetzt gleich sofort geht oder ob ich die Aufnahmesoftware dann neu starten kann. Weil wenn ich die neu starten müsste, das wäre tatsächlich echt doof. Muss mal eben kurz gucken, ob ich das jetzt so auf Anhieb hinkriege. Oh, 10 Mixel hat er gemacht. Ah, da ist er. Hat nur ein bisschen gedauert. So. Dann hätte ich gesagt, lasst uns gar keine Zeit verschwenden. Lasst uns das Ganze einfach mal ausprobieren. Ich schaue jetzt nochmal eben Flix nach. Ereignis bearbeiten ist aus. Ich mache das Ereignis trotzdem mal eben auf. Ich will ja wissen, wann wir da reinfahren. So, und zwar ziehe ich das Ereignis jetzt mal eben nach oben. Halt das Bremsmakro gedrückt. Dann könnt ihr das nämlich auf dem Bildschirm da sehen. Und unten links könnt ihr jetzt nämlich gleich schön mitverfolgen, wie meine Lok denn da durch die Gegend fährt. So, dann muss natürlich das Kabel vom Headset raus. So, dann fangen wir mal an.
Ereignisse laufen, haben wir gerade gehört. So, Blocksteuerung ist aktiv. Dann fahren wir noch mal vorsichtig los mit der Lok. Und wir fahren jetzt extra mit 40 los. Sie soll ja hinterher noch schneller werden. Ich habe die Kamera verkehrt rum. So, da kommt sie. Jetzt wird sie schneller. Und aufgrund der Verzögerungsrampe dauert es natürlich jetzt. Jetzt fährt sie in den anderen Block rein. So, und jetzt da hinten, da sollte jetzt langsam mal das Bremsen anfangen. Und wie wir sehen, wird hier nicht gebremst. Die fährt einfach weiter. Und es wird nicht mal das Stopp-Makro ausgelöst. Ich halte jetzt mal die Lok an. Und fahre sie ein bisschen weiter. So, jetzt haben wir erstmal angehalten. Jetzt würde mich natürlich interessieren, warum das Ganze so passiert ist. Dafür lasse ich sie jetzt noch einmal fahren. Ich habe ja jetzt gesehen, dass sie immer im Kreis fährt. Ich lasse sie jetzt auf 60 fahren. Ich glaube nämlich, das ist nämlich das Problem, dass hier gerade der Lokbezug nicht richtig weitergereicht wird. Ich habe das aber auch noch nicht wirklich gesehen oder in der Beschreibung gefunden. Wann wird eigentlich wie ein Lokbezug weitergereicht? Also ich weiß, dass das über die Ereignissteuerung gehen kann. Aber ansonsten passiert da irgendwie nicht viel. So, drüber gefahren ist er, aufs Signal guckt er. Ach so, kann natürlich nicht gehen, weil die Weiche steht ja hinten richtig. Und dann klappt das nicht. Ich klappe jetzt mal eben hier die Lok runter und fahre mal eben ein bisschen mit der Kamera zurück, dass ihr ein bisschen mehr sehen könnt. Hoffe ich doch mal. So, die Weiche hat jetzt mechanisch nicht geschaltet, aber in der Software ist sie geschaltet, wie ihr gerade gesehen habt. So, und jetzt, wenn die Lok hinter der Brücke etwas vorweg ist, jetzt in der Kurve müsste sie eigentlich das Bremsen anfangen. Tut sie nicht, stattdessen ist das Ganze geblieben auf dem Lokinterface. Und weil die echte Lok jetzt nicht gebremst hat, ist jetzt die Notabschaltung angeschlagen. Das heißt, Notabschaltung funktioniert mal. Das wäre natürlich jetzt nur blöd, wenn im nachlaufenden Block ein Zug steht, weil der würde das dann sofort auslösen. Das heißt, da müsste ich mir dann tatsächlich nochmal was Schlaues ausdenken. Aber erstmal geht es heute ja darum, wie wir mit einem Kontakt bremsen wollen. Und da mache ich jetzt mal Folgendes. Ich hänge mal eben die Kamera wieder an der Decke. So, jetzt gehen wir mal meinem an PC zum Bearbeiten, weil ich das da einfach lieber mache. So. Dann gehen wir auf Ereignisse bearbeiten. So, und das hier ändern wir jetzt erstmal auf. Wo ist sie? Da oben, die 295. Dann müsste das mit der 295 zumindest jetzt klappen. Da steht jetzt 24 drin, weil ich ja hier vorher 30% drin hatte. Und 24 sind von 28 ungefähr 30%. Deswegen hat er das gleich mit angepasst. Dann machen wir was? Richtig, wir probieren das Ganze nochmal. Achso, man hätte natürlich jetzt die Ereignisse nicht zumachen sollen. Ich hält, sind noch auf. So, jetzt ist der Bearbeiten-Modus aus. Ich hole mir die Kamera wieder runter. Einmal einen kleinen Test, ob das auch richtig ist. Jawollo. So, und jetzt fahren wir nämlich weiter. Meine Lok fährt wieder an. Ja, und wir fahren auch heute noch nach wie vor ohne Ton. Beziehungsweise ohne Ton der Lokomotive.
bremst den Zug etwas runter auf 66 reicht. Es geht ja nur darum, dass man hinterher sieht, dass der noch mal einmal schneller wird. Das ist für mich einmal die visuelle Rückmeldung. Jetzt werden wir schneller. Angestoßen ist das Bremsereignis. Jetzt warten wir einfach weiter. So, jetzt fahren wir in den nächsten Block ein. Jetzt gehen wir auf reduzierte Geschwindigkeit. Und weil dieser Block auch automatisch der gleiche Block ist zum Anhalten, fährt die Lok jetzt etwas weiter mit ihrer Kriechgeschwindigkeit. Und fährt weiter. Fährt weiter, drüber hinaus. Und tack, da war sie jetzt im Nothalt. So, was können wir dagegen machen? Ich gehe mal mit den Fingern hierbei auf Bearbeiten. So, und zwar ist es der L5 hinter dem Signal, der kommt raus, der da, weil normalerweise, oder was heißt normalerweise, ich habe schon öfter gesehen, dass die meisten Blockstrecken mit zwei Meldern empfohlen werden, einen am Blockanfang, einen am Blockende, quasi Einfahrt melden, Ausfahrt melden. Ich überlege tatsächlich, ob ich meine Bahn nochmal umbaue und dann, wenn wir jetzt immer eben das hier als Beispiel nehmen, was ich hier vorne habe. Ich habe hier ein Kontaktgleis drin, wo ich die ganze Strecke mit abfrage. Ich bin überlegen, ob ich dann nochmal ein Schaltgleis mitbaue mit Achtung, ich fahre ein Schaltgleis hinten zum Ausfahren, Achtung, ich fahre raus. Und das, die Blockabfrage bleibt allerdings, dass ich über die ganze Strecke hinweise, dass da einer unterwegs ist. So, unabhängig jetzt eben davon. Wir haben das jetzt soweit geändert. Also gehen wir aus dem Bearbeiten-Modus raus. Und fahren nochmal. So, und die Lok fahren wir dann auch gleich mal mit 80 durch die Gegend. Das wissen wir jetzt, dass das geht. So, jetzt fahren wir wieder in die Abfahrt runter. Von hinten einmal rum. Jetzt bereiten wir das Stopp-Makro vor. So. Signal steht nach wie vor auf Rot. Jetzt fahren wir in den Bremsblock ein. Und jetzt passiert nichts, weil ein Container gefehlt hat. Passiert gar nichts. Das ist ja noch spannender. Bin ich hier noch irgendwie im Bearbeiten-Modus drin, ohne dass ich es weiß? Nein, nicht. Halten wir nochmal bitte kurz die CS3 an. Und horchen nochmal genau hin. Bitte einsteigen. Nein, Startmakro ist da, Ereignisse laufen. Reduzieren wir die Lok etwas, damit wir gleich nochmal sehen können, dass es auch angefahren wird, das Ereignis. So, wir gehen auf 80 hoch, also auf jeden Fall haben wir das Makro ausgelöst. Das nochmal zeigen. Jetzt fahren wir noch ganz normal mit voller Geschwindigkeit weiter. Hier wird nicht runter geregelt. Jetzt wird auch nicht mehr angehalten, weil die Blockreferenz fehlt. Ich halte jetzt mal eben die Lok an. Und das ist tatsächlich ein Problem. Das heißt, ich mache jetzt einmal Folgendes. Bearbeiten. Ereignis bearbeiten. H lasse ich raus. Nein. Und der kommt da rein. So, nächster Versuch.
Jetzt gehen wir wieder auf 80 hoch. Bereiten uns aufs Bremsen vor. So, und jetzt müssten wir in der Kurve gleich eigentlich langsamer werden. Funktioniert auch nicht. Aber das Notanhalten funktioniert. So, jetzt mache ich nochmal die Beschreibung auf. Weil das ärgert mich jetzt tatsächlich etwas. Denn da habe ich auch das letzte Mal dran gesessen und ein bisschen länger gebraucht, als ich das letzte Mal mit dem Bremsmakro experimentiert habe, was auch schon ein paar Wochen her ist. Und zwar machen wir das nochmal eben zu. System. Hilfe. Makro. Gehen wir nochmal ein bisschen weiter. Was war das jetzt? Ne, nix, go forward. Ich wollte rückwärts. Was hat er da gemacht? Das wollte ich gar nicht. Habe ich mich mit dem Rechtsklick eben verdrückt. Auch nicht schlecht. So, wir wissen, Bremsmakro ist ziemlich weit hinten. Da war es eben. Das ist das Shuttle-Makro, das will ich heute nicht haben. Bremsmakro. So, ich habe gerade mein Getränk umgeschmissen. Hervorragend. Eigene Flossen nicht im Griff gehabt. So. Makrooptionen machen wir alles nicht. So, es geht darum, was können wir weglassen. Kontakt H, den können wir freilassen. Es wird sofort Fahrstufe 0 an die Lok geschickt. Das wollen wir ja machen. Haben wir weggelassen. So, Märklin und nu. Wir lösen das Makro aus. Das steht hier unten drin. Das da hinten führt er aus. Reduziert hat er vorhin zumindest einmal, als wir da einen Kontakt drin hatten. Finde ich irgendwie doof. Probieren wir nochmal. Also wir sind jetzt einmal aus, wir kommen jetzt einmal aus dem Stopp raus. Ich probiere es nochmal aus dem Stopp raus. So, die Ereignisse höre ich. Was wir ansonsten gleich nochmal machen können, ist, wir können mal gucken, ob wir das beim B, ob wir da den vorlaufenden Block nehmen können. Also auf jeden Fall ist es nicht ganz so einfach, das mit dem Bremsmakro hinzukriegen. Wenn das jetzt mit dem Bremsmakro gleich nichts wird, breche ich die Folge sonst an dieser Stelle ab. Beziehungsweise werde ich sie einfach beenden. Und dann machen wir danach nochmal eine Folge mit meiner eigenen Lösung. Nix Bremsmakro, dann machen wir halt den eigenen Kram. So, jetzt sind wir unterwegs. So, wir warten auf L5. Wird belegt, springt weiter. Jetzt hat er auch auf 0 gesendet. Das ist spannend, wir mussten also einmal in CS3 Stopp gehen. So, und jetzt hält er hier vorne an. Das ist natürlich viel zu früh. Da ich jetzt nur einen Block habe, wäre jetzt die ganz spannende Frage, wie kriegt man das ohne einen zweiten Kontakt mit dem Makro hin? Ich hätte eine Idee, ich gehe auf Bearbeiten. Ein bisschen mehr Geduld muss ich gleich mit der CS3 haben. Halt. Schade, ich kann hier keine Verzögerung eintippen. Das wäre schön gewesen. Ja, wenn ich sie jetzt vor dem Signal direkt anhalten will, dann muss ich mir tatsächlich was eigenes bauen. Ihr habt aber gesehen, das funktioniert so mit dem Bremsmakro. Dann machen wir jetzt Folgendes und bauen wir uns jetzt einfach ein Alternativereignis da eben schnell rein. So, und zwar schmeißen wir das Bremsmakro jetzt raus. Das ist ja nicht weg, das ist nur raus. Ziehen das Ganze jetzt hier runter. Nein, das wollte ich genauso nicht haben. Der eine runter, der andere hoch. Das bringt mich immer durcheinander. So, und zwar sage ich jetzt, wir warten, bis wir diesen Kontakt belegt haben. Nee, Quatsch, Kondition warten. So. Wir warten, bis wir den Block belegt haben.
machen eine Prüfung, ob der hier hinten rot ist. Genau, wir machen die Prüfung, ob der hier hinten rot ist. Kondition fortfahren. Also fortfahren, wenn diese Stellung erfüllt ist. Und setzen dann die Geschwindigkeit auf 0. Geschwindigkeit 0. So. Und hier hinten packe ich jetzt mal obligatorisch 2 Sekunden Verzögerung rein. Letzte Aktion hier vor, beziehungsweise ja, doch, letzte Aktion davor, das reicht. Also mir persönlich reicht das. 2 Sekunden nach dem Prüfen die Geschwindigkeit runtersetzen. So, und das Gelb-Orange oder das Grün-Gelb, wie es ja eigentlich genau hinterher hier der Fall ist, das ist dann eigentlich nur quasi der Hinweis für den Lokführer, damit er das hinterher weiß. Nach wie vor, das ist nicht ganz vorbildgetreu, das ist mir klar. Hat ja auch letztens unter einem der Kommentare gelesen, aber ich bin Spielbahner, kein Vorbildbahner. Und daher nehme ich mir auch so ein bisschen meine Freiheiten, wie ich es gerne hätte. Allerdings bin ich tatsächlich am Überlegen, aus Einfachheitsgründen hinterher vielleicht doch zu sagen, ich arbeite mit dem Vorsignal. Ach halt, jetzt haben wir was vergessen. Haben wir das jetzt eigentlich auch richtig eingebaut? Ich glaube nämlich jetzt eben in der Hektik haben wir die Hälfte vergessen. Das ist das Bremsmakro, da wollte ich nicht hin. Wird von L3 ausgelöst. So, bearbeiten aus, sonst funktioniert es nämlich nicht. Stoppen, starten. Weil wir haben ja festgestellt, das klappt das mit den Makros irgendwie auch nicht richtig. Aber gut, dass ich dann noch nicht so viel von verwende, außer die IF-Makros, die relativ einfach sind. Dann lassen wir dich doch mal losfahren mit 60 oder 67. Aber muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist das Schöne an einer kleineren Anlage. Da geht das dann doch relativ schnell, bis da einmal so ein Zug im Kreis gefahren ist. So, jetzt wird gleich nochmal Gas gegeben, sobald wir in die Kurve kommen. Jetzt fährt die Lok einmal im Kreis, beziehungsweise dreht wieder um. Und wenn wir dann hinten einmal rum sind, da hinten in der Kurve fängt das dann an. Jetzt wird die Prüfung gemacht, 2 Sekunden warten, Fahrstufe 0 schicken und mal gucken, ob wir es schaffen, vorm Signal anzuhalten. Fast. Da hätten wir noch, glaube ich, 2 Sekunden draufgeben können. Aber was mir gerade einfällt, wir wollen ja auch die Langsamfahrt verwenden. Und das baue ich jetzt nochmal eben mit ein. Dann passt das zumindest wieder so, wie ich mir das ursprünglich immer mal vorgestellt hatte. Dass meine Abstände das jetzt bei den Anfahrrampen nicht hergeben, ist ein anderes Thema. Da muss ich dann aber hinterher für mich die passende Lösung finden, was das Richtige ist. Und zwar ziehe ich jetzt die Geschwindigkeit da noch. Ich muss auch die Ereignisse bearbeiten, dann geht's auch. Ereignisse bearbeiten. Achso, ist die CS3 noch auf Run? Ja. Dann ist sie nämlich ein bisschen langsamer, weil die so viel wegen den ganzen Makros ackern muss. So, dann packen wir hier nochmal die Geschwindigkeit mit hinten ran. Und zwar hier vorne 0 Verzögerung. Und jetzt sage ich einfach mal, wir setzen die Geschwindigkeit erstmal auf 20%. Das sind, nee, 25%, das wären in dem Fall halt glatt 20. Wir bremsen auf 20 runter. So, und wenn wir 20 erreicht haben, dauert das dann, glaube ich, noch 5 Sekunden, 4 Sekunden, bis wir dann hinterher
anhalten müssen, wenn das Signal dann immer noch rot ist. Halt, bin noch nicht fertig. Nee, so wollte ich das nicht haben. Das mit diesem Schieben, das ist auch. Ah, jetzt hat sich irgendwo die. Ich mach das mal einen kurzen Finger. Moment. Verzeihung. Machen wir weiter. Och nö, was ist denn das jetzt für Mist? Jetzt hat sich hier die Maus irgendwie doch verabschiedet. Ach schön, da ist irgendwas über den Cursor drauf. Ich muss mal in die CS3 neu starten. Das passiert mir dummerweise öfter. Gerade über diese Blöde mit der Maus und über zwei Bildschirme. Das ist irgendwie nicht so das Schönste. Starten wir die mal eben neu. So, jetzt warten wir hin, bis die gleich wieder da ist. Ich sehe jetzt auch gerade schon, dass wir mit der halben Stunde schon wieder voll sind. Deswegen beeile ich mich jetzt, dass wir hier fertig werden, weil ich wollte jetzt eigentlich kein zweites Video mehr von machen, weil das Bremsmakro hat ja erstmal im ersten Ansatz funktioniert. Es hat nur nicht das gewünschte Ergebnis geliefert. Aber das macht ja nichts. Beziehungsweise das Bremsmakro tickt ein bisschen anders als so, wie ich ticke. Was sagt jetzt meine CS3 hier? Fährt gerade hoch, jetzt ist das Hauptbild da. VNC, was ist Phase? Ah, Zeit überrannt. So, zack, da sind wir wieder. Einmal auf dem Bildschirm angleichen, fertig. Jetzt ist auch dieser andere blöde Zustand wieder weg. Sehr schön. So, dann gehen wir jetzt nochmal in die Ereignisse rein. Wo waren wir? Wir waren beim Bremsen. Bremsen, 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 da. So, dann klappen wir den da oben zu und da klappen wir den zu. Dann können wir hier ein bisschen reingehen. So, und zwar mache ich jetzt nämlich Folgendes. Bearbeiten, freigeben. Wir setzen die Geschwindigkeit auf 20, damit wir diesen Block in langsamer Geschwindigkeit durchfahren. Und kurz bevor wir hier oben am Signal sind, dann sehen wir erst das neue Signal, ob wir denn wieder weiterfahren dürfen oder halt nicht. So, und dann, ich mache jetzt die einfache Prüfung. Gucke ich jetzt hier mal wieder rein. Sind wir noch auf Rot? Das muss natürlich dahin, Entschuldigung. Und zwar sage ich jetzt hier nämlich wieder Geschwindigkeit. Und das ist natürlich komfortabel, aber das kann nämlich das Bremsmakro besser. Geschwindigkeit wegspeichern, das können wir hier nämlich nicht. Ich sage jetzt nämlich hier, wenn wir das Signal erkannt haben, fahr sofort runter auf reduzierte Geschwindigkeit. Dann fährst du auf reduzierter Geschwindigkeit weiter, bis ich auf dem letzten Stück bin, wo ich entscheiden muss, halte ich an oder halte ich nicht. Das müssen wir jetzt gleich empirisch mit einer kleinen Zeitmessung ermitteln, bis wir da hinkommen. Und dann setze ich erstmal die Geschwindigkeit wieder auf 80, guck nach, ob wir noch rot haben. Und falls wir rot haben, korrigiere ich diese Entscheidung wieder. Und setze die Geschwindigkeit auf 0 runter. Diese Abfrage hier hinten passiert innerhalb von im Idealfall einer Millisekunde, vielleicht innerhalb von 100 Millisekunden. Auf jeden Fall wird halt nur kurzzeitig 80 an die Lok gesetzt und dann halt aufgrund der Korrektur sofort eine 0 hinterher. Und dann müssen wir nämlich warten, wenn wir einmal zum Stehen gekommen sind, dann müssen wir nämlich auf warten auf grün-gelb oder grün. Da bräuchte man dann wieder ein Oder-Makro. Deswegen ist das mit dem HP-1-Signal, wo es nur grün und rot gibt, wesentlich einfacher. Dann warten wir wieder auf grün und dann schicken wir die Lok wieder in
Reisegeschwindigkeit. Jetzt habe ich die Lok da rechts rübergezogen. Das wollte ich so natürlich irgendwie nicht haben. Waren wir die kleinen Unannehmlichkeiten. So, und dann schicken wir die Lok wieder auf 80. Machen wir das so. So. Makro fertig. So, und da wir ja nur mit einer Lok auf der Anlage fahren, schalten wir auch aktuell zwischen Grün und Rot hinterher. Dann können wir das jetzt mal eben einfach ausprobieren. Bearbeiten, schließen. So, dann setzen wir jetzt nochmal die CS3 in Start. Da kommt auch schon unsere obligatorische Nachricht. Und wir fahren mit der Lok mit 65 los. Fahren jetzt noch einmal im Kreis. Und das wird dann jetzt auch die letzte Testfahrt für dieses Video, hoffe ich. Ich habe zumindest Vertrauen in das, was ich da reingebaut habe. So, nach wie vor, wir warten hinten auf das rote Signal. Wir fahren auf ein rotes Signal zu. Das wird jetzt nicht in der reduzierten Fahrt umgeschaltet. Das mache ich dann vielleicht hinterher nochmal so als letzten Abschluss, wenn ich in der Verabschiedung vom Video bin. Jetzt erstmal wollen wir eben einmal den Test machen. Signal ist rot, Signal bleibt rot. Wir müssen vorm Signal anhalten. Fahren wir da hinten einmal wieder runter. Jetzt gehen wir hoch auf 80. Wir wissen, das Ereignis ist gestartet. Und warum wir das so machen, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es nämlich ums Lokinterface geht, wo wir die Relation erstellen. Jetzt gehen wir runter auf reduzierte Geschwindigkeit. Die Lok reduziert auf 20, hat jetzt mit 0 schon angehalten, weil wir ihr zu wenig Zeit gegeben haben. So, da gibt es eine Lösung für. Wir setzen die Zeit einfach hoch. Und das sind halt Sachen, die müsste man, wenn man das über diese Art und Weise macht, ja, quasi, ich sag mal, empirisch ermitteln, das heißt schlicht ausprobieren. Und zwar so lange, bis man ein Ergebnis hat, was zufrieden ist. Das ist dann je nach Block und Log ein anderes Ergebnis. Wir fahren jetzt einfach mal weiter. Das Ereignis ist ja vorher abgebrochen worden. Das heißt, wir fahren jetzt über ein rotes Signal, was wir eigentlich nicht dürfen. Aber wie gesagt, ich kann euch nur den Rat geben, wenn ihr mit dem Log-Interface arbeitet, dann solltet ihr zusehen, dass ihr bei allen Logs halbwegs die gleichen Start- und Stopprampen habt. Das heißt im Endeffekt, dass ihr, wenn ihr sowas habt wie ich, dass ihr Gleise habt, die parallel sind. Ihr sucht euch eine Lok aus, mit der ihr zum Beispiel die Blöcke einstellt und einmisst. Und dann stellt ihr mal nur die Loks nebeneinander, ohne Hänger. Stellt sie beide parallel auf das Gleis. In dem Fall wäre das bei mir halt oben die Überführung. Und legt sie beide auf Anschlag hin, per Ereignis. Und dann guckt ihr, und dann müssen sie ungefähr parallel halt anfahren. So, jetzt ist reduzierte Fahrt angesagt. Jetzt fahren wir weiter, bis unsere 10 Sekunden abgelaufen sind. 20 ist natürlich richtig langsam. Ja, da haben wir jetzt auch 10 Sekunden nichts geholfen. Dann machen wir mal Folgendes. Dann ändern wir mal die Geschwindigkeit von 20. Kann ich nicht, weil ich das Ereignis nicht bearbeite. So. 20. Gehen wir einfach mal auf Hälfte runter. Bearbeiten, schließen, Lok rückwärts fahren lassen. Im Nachhinein betrachtet hätte ich da jetzt auch zwei Videos von machen können. So. Lok steht, jetzt drehen wir so um, fahren wieder mit Vollgas weiter. Jetzt warten wir darauf, dass L5 belegt wird. Steigende Flanke wohl bemerkt. So, L5, jetzt wird reduziert auf halbe Geschwindigkeit. Das ist natürlich jetzt bergauf, das hilft der Lok natürlich noch extrem. Sie fährt mit halber Geschwindigkeit weiter. Jetzt sind die 10 Sekunden um. Jetzt rollt sie aus. So, für mich persönlich passt es. Man hätte jetzt mit 2, 3 Sekunden könnte man jetzt noch feilschen.
damit sie denn da hinten anhält, wo der Pfeil ist, weil da hinterher ungefähr soll das Signal hin. So, und jetzt mache ich einfach Folgendes. Ich mache das Ereignis mal eben zu. Das klappe ich hoch. Habe ich mal wieder falsch umgeklappt. Ich schalte jetzt einfach nur die Weiche um, dass das Signal auf grün geht. Stopp. Start. Vorsicht bei der Abfahrt. Jetzt geht's. Jetzt fährt die Lok auch wieder an, weil da waren nämlich die Ereignisse für die If-Schleifen nicht aktiv, dass das Signal richtig stand. So, dann probieren wir das jetzt nochmal aus. Signal ist rot. Fahren noch einmal im Kreis. Jetzt reduzieren wir schon wieder. Fahren jetzt mit halber Geschwindigkeit weiter, bis wir da vorne bei den Kabeln ungefähr zum Stehen kommen. Das passt auch mit dem letzten Mal ganz gut zusammen. Jetzt schalten wir die Weiche um, dass das Signal grün wird und die Lok fährt wieder los. So, das war es jetzt dazu zu dem Thema, aber auch wirklich. Das Video ist schon lang genug. Ich bedanke mich bei euch. Ich freue mich immer wieder, wenn ihr euch die Videos anschaut. Was wir jetzt gleich im Abschluss nochmal machen, ist dann halt einmal reduzierte Geschwindigkeit und dann das Signal wieder auf grün schalten, dass ihr das auch nochmal gesehen habt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Teil wieder. Ich wünsche euch noch viel Spaß in der Welt der Modellbahn. Hoffe, dass meine Videos euch helfen nach wie vor. Bedanke mich auch bei der Gelegenheit über jedes Feedback, was ich bisher erhalten habe. Und würde sagen, das klappt ja gerade nicht, ich bin begeistert. Wir sehen uns sonst beim nächsten Mal. Wobei mich das ehrlich gesagt gerade interessiert, warum das nicht geht. Oh schön, da ist ein Ausrufezeichen dran. Makro abgestürzt, vermutlich. So, Makro nochmal händisch gestartet. Ich weiß jetzt nicht, warum das da eben abgebrochen ist. Hier klappt auch nichts. Ach schön, er stürzt ab. Geht nicht, weil irgendwelche Gründe. Das muss ich mir im Nachhinein nochmal angucken, was da jetzt schief geht. Gut, auf jeden Fall trotzdem vielen, vielen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal.